Hallo, jetzt kommen wir auf den Veloce Zockkanal zur weiteren Folge NBA 2K22. Und ja, wir sind hier im Moratorium Day und in der letzten Folge haben wir ja Folgendes gemacht. Wir haben ein Angebot für den momentan vielleicht besten Spieler der NBA abgegeben, für Dimitri Postnov. Wir haben ihn geboten, 2 Jahre plus Player Option für maximal viel Geld. Wir sind dann auch nochmal mit Kessel gegangen, wo wir gesagt haben, okay, den bieten wir auch nochmal richtig Kohle, auch wenn er nicht ganz so perfekt in unsere Timeline passt. Da bieten wir auch 2 Jahre plus Team-Option. In dem Fall hätten wir dann selber alles in der Hand. Und wir sind dann auch mit Rashard McMillan gegangen, wo man gesagt hat, yo, da bieten wir auch mal was. Da sind wir momentan das einzige Team, das ihnen was bietet. Dementsprechend nicht auf maximal viel. Aber er wäre auch ein guter Mann. Was man auch sagen muss, es ist vielleicht die krasseste Free Agency of all time. Warum? Der eine wird jetzt sagen, ja gut, krasse Spieler mit dabei. Aber nein. Nicht nur krasse Spieler mit dabei. Postnov ist 2-facher MVP, 3-facher Defensive Player of the Year. All-Star und Co. ja sowieso. Wir haben mit Baxter einen 29-Jährigen, der 2-mal MVP ist, 4-mal NBA Champion ist, 9-facher All-Star in 10 Jahren geworden. Also auch ein absoluter Hall of Famer, genauso wie Postnov. Dann haben wir noch Singler. Er ist erst 2-mal All-Star geworden, aber auch wirklich jemand, der in den letzten Jahren durchgedreht ist. Cottie Sheldon, NBA Champion, mit den Utah Jazz geworden. Genauso wie Lacombe. Dann haben wir, gut, Kenny Wills ist Restricted Free Agent, ne? Und Kessel, der auch richtig krass ist. Wir haben einfach so viele Leute, ne? Cunningham zum Beispiel auch, mehrfacher All-Star, noch kein Champion geworden, was auch crazy ist. Es ist einfach ein Team, das mega gut ist. Ich meine, Kuminga ja auch schon Champion geworden, Guzman glaube ich auch, ja. Wir haben also auch so viele Superstar-Spieler, auch hier Jalen Green, die schon NBA-Champions geworden sind, ne? Das ist brutal einfach. Und wir gehen jetzt vor und gucken mal, welches Angebot angenommen worden ist. Rashard McMillan stimmt zu. Rashard McMillan würde unser Angebot annehmen. Wir würden hier einen Small Forward-Shooting Guard kriegen. 27 Jahre, perfekt in der Timeline, ne? Er macht 23,2 Punkte im Schnitt in der letzten Season. Hat 6,4 Rebounds, 4,2 Assists, 1,4 Steals. 47,9% aus dem Feld, 44,1% aus dem Dreier und 92% aus der Freiwurflinie. Also mega, mega gute Season gespielt. Wurde von Portland gedraftet an Position 2 im Draft 2025, danach zu New Orleans. Leider kriegen wir die anderen nicht, aber wir kriegen Rashard McMillan. Dimitri Postnov geht zu den Houston Rockets. Kessel bleibt bei den Phoenix Suns, okay. Okay, wenn man da mal kurz reinguckt, ne? Transaktionsbericht, Verpflichtungen, noch nichts. Gucken wir uns gleich mal die Verträge an. Okay, wir würden aber auf jeden Fall schon mal Rashard McMillan kriegen, das ist ja gut. Jetzt müssen wir halt nur gucken, ne? Wenn wir McMillan kriegen, was brauchen wir denn noch? Also, wir könnten natürlich schon mal schauen, was man sonst noch holt, ne? McMillan jetzt als Shooting Guard kommen würde. Ich würde gerne noch mal was auf das Small Forward Position vielleicht probieren, ne? Simpson und Co., ne? Rollins, Cameron Reddish wäre so jemand. Der hat auch schon angeboten. Afdir wäre hier auch noch mit am Start. Ted Bush, aber vielleicht gucken wir dann erstmal gleich, ne? Wenn die normale Free Agency gestartet ist. Okay, wir haben jetzt offiziell Rashard McMillan verpflichtet. Ne, wir gucken mal gleich auf die ganz dicken Deals erstmal, ne? Tyrese Maxey unter anderem, aber hier Rashard McMillan, 143 Millionen für 3 Jahre zu uns. Karen Taylor zu den Sharks, okay. Dimitri Postnov hat 215 Millionen für 4 Jahre bekommen bei den Utah Jazz. Lacombe dafür dann zu den Wizards. Cottie Sheldon zu den Thunder, es passiert echt einiges, ne? Oh mein Gott! Die Magic kriegen einfach Romero Baxter. Und Kate Cunningham zu den Rockets? Weil Postnov dann doch zu den Jazz gegangen ist, nicht zu den Rockets, ne? Okay, mich interessiert aber gerade mal echt der dicke Contract von Postnov. Was kriegt denn der da bei den Jazz? Baxter hier auch ein Monster-Contract, ne? Wir müssen mal kurz zu den Jazz mal gehen. Ja, die natürlich auch hier diesen dicken Contract, ne? Für Postnov. Crazy. Na gut, wir sind jetzt hier in der Free Agency. Wie viel haben wir denn jetzt noch an Cap Space übrig, ne? 8 Millionen haben wir noch, okay. 8 Millionen haben wir noch. Ich meine, wir haben jetzt hier Power Forward haben wir Malmanis, Tomjanovic, Arenas dann, also gute Bigmans. Small Forward Position haben wir ja Graves geholt, der kommt in die G-League.
Wir haben Evans, wir haben Hayes, wir haben Horton Tucker, wir haben Sullivan. Mehr als genug Small Forwards auf jeden Fall. Shooting Guards, ja, ich würde eher nochmal auf der Guard-Position was machen. Vor allen Dingen Point Guard nochmal, ne? Dass man da nochmal jemanden guten kriegt. Das Coole ist übrigens, steht da oben, ja auch wie viele Spieler wir aktuell haben. Wir haben aktuell 12 Spieler schon unter Vertrag. Also Markelle Fultz könnte sogar interessant sein, oder? Denkt ihr nicht, Markelle Fultz wäre interessant? 10,5 Punkte, 7,1 Rebound, 1,3 Steals. Ist jetzt nicht der krasse Schütze, aber so von der Bank aus, so als Veteran. Spielaufbau A+, Perimeter-Defense ist richtig stark, ne? Ich meine, der wird wahrscheinlich ein bisschen was verlieren wegen seinem Alter, ne? Aber trotzdem, wenn man sich das mal nochmal anguckt bei uns, auf der Point-Guard-Position brauchen wir unbedingt was, ne? Und wenn man dann Markelle Fultz von der Bank bringen kann, das wäre nicht so schlecht. Deswegen würde ich tatsächlich mit der bestmöglichen Option gehen und dementsprechend mit Markelle Fultz. Wir gucken mal, was er will, ne? Was will er denn? Er will 2 Jahre für 40 Millionen. Bist du wahnsinnig? Gibt ja auch keine 40 Millionen, Mann. 2 Jahre. Ich bin gerne drüber diskutieren, ob wir dir, keine Ahnung, 20 Millionen oder so geben. Aber so, 20,53 Millionen. Jetzt will er nur noch 35. Ich bleib erstmal hartnäckig. Er will immer noch 35. Okay. Gehen wir ein bisschen hoch. Ich meine, er hat eine 81, er ist ein guter Spieler. Gehen wir mit 21. Ja, gehen wir mit 22 Millionen, aber dann viel mit Team Option, ne? Lehnt er auch ab. Jetzt will er nur noch 34. Ich sag mal so, für ein Jahr ist er mindestens gut und wenn ich ihn irgendwie mit einer Team Option kriege, ist das ja okay. Gehen wir auf 25 Millionen jetzt hoch, ne? Ist dann echt schon ein guter Contract für ihn. Gucken wir mal. Aber wir haben ja die Team Option, deswegen ist das okay. 32 Millionen, ne? Da bleibe ich erstmal hartnäckig. Ist immer noch bei 32. Aber machen wir so. Gehen wir auf knapp 26. Bei gleichbleibenden Konditionen machen wir 14 Millionen im Jahr. Ich denke, das wäre dann schon ein guter Contract, aber halt mit Teamoption. So, dass ich da immer noch alle Möglichkeiten habe. Er denkt drüber nach, das ist doch schon mal schön. Und sonst würde ich auch noch gern... Wir haben momentan kaum erfahrene Spieler, oder? Ne, nur Horton Tucker, okay. Also nur Horton Tucker als erfahrenen Spieler. Ja, muss man halt gucken, ne? Wenn man sagt, Horton Tucker, jetzt Markelle Fultz, da wäre noch ein Erfahrener auch nochmal gut, ne? Irgendjemand, der einfach nur als Mentor nochmal agiert. Ja, am besten ein Power Forward, würde ich da mal sagen, ne? Einfach einen erfahrenen Power Forward, den man noch holen kann. Archie Reeves, 32 Jahre, der kann den Dreier werfen ohne Ende. Verlangt auch gar nicht so viel, war bei den Clippers jetzt 4 Jahre lang. Interessant. Bei den LA Clippers und dann zu den Lakers, oder wie? Oturu ist natürlich auch noch mit am Start, ne? Der Typ wird aber auch echt nicht schlechter, kann das sein? Der hat bei den Clippers gespielt und seitdem ist er in Europa, kann man sagen, ne? Ihr wisst, ich sage immer, die Leute sind in Europa. Wenn die dann nicht spielen. Edwin Smith wäre auch interessant, ne? Aber wir gucken mal erstmal, ob Markelle Fultz annimmt. Das interessiert mich gerade erstmal. Ja, wo ist denn Fultz? Ah, hier. Gut, er hat angenommen. Sehr schön. Gut, dann verzichten wir auf Red Quinn, aber das ist okay. So, das heißt, jetzt haben wir auch Markelle Fultz, ne? Mit einer Team-Option. Da haben wir ja wirklich alle Möglichkeiten für uns, ne? Das ist halt das Schöne. Dass wir wirklich sagen können, yo, im nächsten Jahr... Wenn man zum Beispiel sagt, yo, Markelle Fultz, nee, das war doch nicht ganz so, ne? Dann kann man sagen, okay, ciao, Fultz. Und dann hat man hier nochmal ein bisschen Capspace. Das Gute ist ja auch, im nächsten Jahr wird auch das Capspace nochmal frei von Horton Tucker. Aber mein Manus wird natürlich bezahlt, als auch Arenas, okay. Das macht das Ganze dann nicht mehr ganz so einfach, ne? Gibt hier noch Perry, Meeks und Co. Ich wollte noch ein Power Forward haben, ne? Archie Reeves, Jalen Smith ist hier. Ich würde tatsächlich einfach mal mit Reeves gehen, ne? Er kann den Dreier shooten. Minimum Contract, da kann man nicht viel falsch machen eigentlich. Deswegen gehen wir mit Archie Reeves. Er will ein Jahr. Ich würde gerne eine Team Option haben, ne? Ich will gerne eine Team Option haben auf ein Jahr. Lehnt er ab, okay. Dann machen wir es mal so. Weil vielleicht spielt er ja doch ganz gut und dann will man ihn irgendwie halten. Aber so bis zu 6 Millionen würde ich ihn auch noch zahlen, das ist okay. Sind ja minimal über die Luxussteuer, aber das passt dann, ne?
wir mal, ob er das annimmt oder nicht. Archie Reese hat es angenommen. Damit haben wir jetzt 14 Spieler im Roster. Damit kann man dann sehr zufrieden sein. Ich würde jetzt erstmal durchgehen. Hier, ne? Anthony Edwards, Three Man und Co. noch mit dabei. Aber gut. Tui sind auch immer noch nicht weg, ne? Der hat ein paar Angebote. Alle 12 Millionen. Das Ding ist, ich würde auch gerne mit reingehen und ihn nur 12 bieten, aber er wird es halt niemals annehmen bei mir. Das nervt mich so ein bisschen, dass andere Teams ihn sowas anbieten können und ich nicht, ne? Naja. Spielerentwicklung. Jetzt wird es sehr interessant zu sehen, wie ein paar Teams aussehen, ne? Also, bei uns sehen wir einmal McMillan, Malmanis, Lawson, Arenas und Co. Markel Fultz hat in der letzten Saison auch nochmal richtig dazu gewonnen, ne? Wobei er jetzt nur noch eine 79 hat. Aber der hat halt eine richtig geile Season gespielt. Deutlich mehr Assists nochmal und Co., ne? Horton Tucker etwas runter, Reese etwas runter, okay. Und Carter ist nicht besser geworden. Boah, das tut dann schon weh, ne? Wenn man sieht, dass so jemand wie Carter, der immer noch 2 Jahre Vertrag hat, echt so schlecht ist. Also das Projekt ist komplett nicht aufgegangen. Aber wenn man sich unseren Roster mal so anguckt, ich meine, Rashard McMillan ist unser Topstar, ne? Ganz klar. Er ist unser Star, kein Superstar. Mit einer 88, Malmanis hat halt einen fetten Sprung gemacht, genauso wie Lawson. Also wir haben einen geilen Kader. Arenas, Bianco, ne, Hayes, fetten Sprung gemacht, Tomjanovic, Fools. Ey, wir haben einen breiten Kader und ich finde es auch mal interessant, dass wir nicht unbedingt 2, 3 Superstars haben, sondern mit so einem Kader versuchen zu attackieren. Was ist eure Prediction? Was ist hiermit möglich? Ich sag euch ehrlich, mein Ziel ist Playoffs. Wahrscheinlich übers Play-In, ne, aber Playoffs ist möglich. Hier die Magic haben Romero Baxter, der minus 3 aber, ne. Okay, minus 3 Romero Baxter. Interessant. Haben ihn auch einen fetten Contract gegeben, ne? Ist aber auch logisch, dass der natürlich den dicken Contract braucht. Und Simpson haben sie auch noch gehalten, ne? Ja, über 4 Jahre, okay. Dann haben wir Christopher und Hayes und Co. Die Mavs natürlich immer ein Kandidat für die Meisterschaft. Mit dem Team hier eigentlich wohl nicht mehr, ne? Hayes hat abgebaut, ne, nicht mehr. Die Nets sind aber ein Meisterschaftskandidat. Und anders als damals mit irgendwelchen Superstars, die man sich geholt hat, haben sie mit Kenny Williams, Ken Hall und Parks, die alle selbst gedraftet. 2,30, 2,29, 2,29. Dazu hast du noch einen Floyd Andrews, du hast noch Dawkins und Co. Vielleicht in der Breite etwas schwach, aber die Nets sind das wahrscheinlich krasseste junge Team, ne, kann man sagen. 22, 23, 24 ihre Stars, / Superstars. Daryl Lagarde sowieso hier, ne, bei den Nuggets mit einem der dicksten Contracts. Mit LaMelo Ball und Howie Shelton. Giga auch am Start, also die Nuggets sind auch ein Meisterschaftskandidat, ne? Kuzmic, Buffett und Co. hier, die Pacers, die werden irgendwo unten sein. Ich glaube auch nicht, dass die, die hier irgendwas reißen werden, hier die Pelicans. Die Pistons mit Kristic haben sie zwar einen Superstar, ne? Muss man ja echt so sagen. Der spielt auch jetzt schon ein paar Jahre bei denen. Aber du hast halt nichts an Unterstützung, deswegen glaube ich auch nicht an denen. Vielleicht Playoffs irgendwie, wenn er wirklich durchdreht, aber sonst nicht viel möglich. Ja, Raptors haben echt auch noch Dings verloren, oder was? Oh, sie haben den anderen JJ verloren. Die Raptors werden ganz unten sein. Was ist denn mit den Raptors los? Also, sie haben echt ein schlechtes Team. Die werden ganz, ganz unten im Osten sein. Und die Rockets mit Gary Buffett, mit Zion Williamson und jetzt Cade Cunningham. Der hat auch einen richtig, richtig dicken Contract unterschrieben, ne? 61,45 Millionen. Warum können sie ihn aber 4 Jahre anbieten? Eigentlich sollte doch sowas nur noch über 3 Jahre gehen, aber gut. Sie haben auf jeden Fall einen der dicksten Contracts aller Zeiten angeboten. Was natürlich krass ist. Aber auch eine komische Karriere, ne? Detroit, Cincinnati und jetzt hier bei den Houston Rockets. Bisher ohne Championship-Titel. Mit einem Monster-Contract. Einfach 264 Millionen über 4 Jahre, ne? Okay, also mit denen ist auch zu rechnen, aber irgendwie glaube ich da nicht so richtig dran mit Zion und Cade. Aber naja. Die Spurs haben sich Mattia De Luca geholt, haben Pavon und Co. Spurs sind immer noch so ein bisschen noch am Aufbauen, da muss man gucken, was bei denen geht. Ronald Cassell bleibt echt bei den Dings, ne? Krass. Bleibt dann tatsächlich bei den Phoenix Suns. Er ist zwar geblieben, aber ich dachte, er wurde auch von denen gedraftet. Also der fühlt sich aber auf jeden Fall wohl. 4 Jahre Indiana, 3 Jahre Memphis. Jetzt schon 3 Jahre bei den Suns gewesen. Und bleibt jetzt tatsächlich also auch bei den Suns nochmal über 4 Jahre wahrscheinlich. Dann beendet er dort seine Prime zusammen mit Evan Mobley. Also sie haben ihr Star-Duo gehalten, aber so richtig nutzen konnten sie es noch nicht, weil die Unterstützung schwach ist, ne? Aber du bleibst ein Playoff-Kandidat.
Und die OKC Thunder haben halt wieder mal, also die haben echt viel verloren in den letzten Jahren. Erinnert ihr euch noch, wie breit und krass die Thunder waren? Das der Jakine, muss man auch sagen, im Großen und Ganzen eine enttäuschende Karriere. Was ich aber cool finde in diesem Teil, dass es öfter passiert, dass auch Megatalente eben nicht einfach durchstarten und alles abrasieren. Ich meine, er ist krass in die Liga gekommen mit 10,5 Assists und 13,5 Punkten. Liefert auch ab, ne, er ist nicht schlecht, aber er ist nie so durchgestartet und ist Nummer 1 Pick doch zu wenig. Kein Franchise-Player, ne, auch wenn er Rookie of the Year geworden ist. Dann hast du halt Isaiah Stewart, okay, interessant, dass du Stewart gekriegt hast, ne, der war ja zuvor, wo war der, bei Portland. Du hast halt einen Ja Morant, ja, du hast jetzt Scottie Sheldon, aber das ist nicht das große Team, wo man sagt, yes, damit rasierst du alles, ne. Also glaube ich nicht dran. Timberwolves mit Derek Quinn, Papas hier, ne? Die letzten 2 Jahre bei den Orlando Magic, jetzt hier bei den Timberwolves. Ich gucke immer gerne auf den Contract, einen fetten Contract bekommen, interessant. Fast schon überbezahlt, um ehrlich zu sein. Aber gut, ja, Timberwolves vielleicht Playoffs, ne? Daniels, Adebayo und Co. Ich glaube, mit Portland ist erstmal noch nicht zu rechnen. Warriors mit Wiseman, Osby hat richtig fett verloren, ne? Dann auch Doncic. Warriors gehen jetzt so langsam auch mal bergab, ne? Wobei Endur und Bennett einen fetten Sprung gemacht haben. 20 und 23, interessant. Wizards, ja, mit JJJ, Turner, Lacombe. Vielleicht, obwohl Playoffs vielleicht, ja, wegen Lacombe. Aber muss man mal schauen, ne? Dann Emirates mit Halliburton, Ryder, Swift und Co. haben ja Mattia De Luca verloren. Dadurch irgendwie auch wieder geschwächt. Mit den Emirates ist nicht zu rechnen. Yates, Jefferson, Fields. Gucken, was bei den Surfs geht. Die haben zwar immer krasse Spieler, aber die Breite fehlt. Ja, hier die Knights mit Siobhan Lagarde, ne? Toulson haben sie bekommen. Über ein Jahr sogar nur. Interessante Entscheidung. 4 Jahre Philly. Jetzt hier bei Dane hier. Patrick Dunleavy auch bekommen. Auch über 3 Jahre in dem Fall. Ja, sind ein interessantes Team, aber ich weiß nicht, ob das reicht für Playoffs. Ja gut, Kuminga, Cameron Thomas und Co., ne? Also auch hier die Owls, richtig geiles Team an sich oder zumindest richtig geiles Duo gehabt, ne? Kuminga auch immer super, weil das Team reicht, glaube ich, auch nicht, um irgendwie krass, also Playoffs vielleicht wegen Kuminga, aber schwierig. Das ist ja crazy. Ne, der Jose Guzman bei KC, ne, bleibt einfach nur, ne? Sorry, alles cool. Ich dachte irgendwie, der wäre von dort. Ne, aber Jose Guzman auf jeden Fall gehalten hier über mehrere Jahre. Karen Taylor dazu geholt. Manuel Latorre hast du. Haby. Die Sharks. Ich meine, man darf nicht vergessen, die sind in ihrer jungen Historie 2-mal schon Champions geworden. Die versuchen weiter Gas zu geben, ne? Und mit diesem Trio kannst du auf jeden Fall den Titel versuchen zu attackieren, ne? Ist halt die Frage, ob es vielleicht, ja, die Breite stimmt eigentlich auch, ne? Gut, hier, ab hier nicht mehr, ne? Aber da werden noch Spieler dazukommen. Also auch die Sharks, interessantes Team. Wenn die noch ein paar gute Spieler für die Breite holen, könnten sie um den Titel mitspielen, glaube ich. Vor allem, weil Manuel Latorre sich nochmal steigern wird. Lions hier mit Barry, ne? Den haben sie auch noch ein Jahr unter Vertrag. Erstmal dann Jenkins geholt, haben halt Cunningham verloren. Jay James mit einem fetten Sprung. Gutes Team, aber ich glaube nicht, dass sie um den Titel mitspielen werden. Okay, die 76ers haben sich Singler geholt. Der jetzt 7 Jahre bei Minnesota war. Sie holen sich also einfach mal Singler, was ich interessant finde. Hast noch Lorenzo Ricci, Valleca. Boah, mit den Sixers ist zu rechnen. Also Playoffs könnten die echt was reißen mit dem Team, oder? Zumindest so 2. Runde. Vielleicht Conference Finals. Bucks mit Green, Ingram. Jalen Green, was hast du denn für ein Contract? Boah, schon fetter Contract. Fox auch nochmal jetzt geholt, oder wie? Zagoric, ja, glaube ich nicht, dass die damit was reißen werden. Die Bulls mit Fred Elliott, Siong, nee, die sind auch noch im Aufbau, ne? Siong muss sich noch weiterentwickeln. Fred Elliott, du hast halt Battaglia jetzt. Das braucht noch Aufbauarbeit. Cavaliers mit Scottie Barnes, Devin Booker, Karl Anthony Towns, Ben Simmons, der immer noch einen dicken Contract hat, ne, der ihn einfach auch komplett schadet. Io Zulino, Donovan Mitchell. Sage ich euch ganz ehrlich, Cavs werden nicht in die Playoffs kommen mit so einem kaputten Team. Die Celtics mit Garland, Okongwu, Stokes, Manson, King Ashton, Masters, die haben halt ein super junges Team, ne? Die haben halt Stokes 2,31, King 2,31 und Masters 2,32 erst gedraftet, ne? Dann hast du jetzt auch noch Neil Austin in diesem Jahr bekommen.
Ich glaube, die werden vielleicht noch ein bisschen strugglen, aber die werden viel, viel sich entwickeln. Also Starks, Ashton, Masters, Austin, die werden viele Sprünge machen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die ganzen jungen Willen so viele Sprünge machen, dass sie in die Playoffs kommen. Aber die Celtics sind für die Zukunft eine riesige Team to watch auf jeden Fall. Clippers, Lagarde, Nirash, Peria, Dabanovic, Sims, Achiuwa und Co. immer noch Meisterschaftskandidat ohne Romero Baxter, aber. Letzten 3 Jahre dreimal Finals, zweimal Champion. Baxter ging aber weiter. Dementsprechend bist du immer noch ein Championship-Kandidat mit Lagarde und Nirash. Ich meine, beide jetzt zweifache Champions, ne? Muss man auch sagen. Aber natürlich schwieriger. Es ist schwieriger, aber du hast natürlich mit Dabanovic auch direkt mal jemanden, ne? Championship-Erfahrung, junger, selbst gedrafteter Spieler. Also du bist nicht so viel schlechter. Auch wenn Baxter der Megastar der Truppe war. Grizzlies, machen wir es kurz. Keine Playoff-Chancen, glaube ich nicht, mit dem Team. Owen Beatty, Louis McCaw hat richtig fett verloren. Trae Young auch. Bei den Hawks ist so die Prime so ein bisschen vorbei, wobei McCaw mit 28 einfach nur eine schlechte Season anscheinend hatte. Aber Youngs Prime ist definitiv vorbei. Du hast Boston Junior, ja, Playoffs vielleicht, mehr nicht. Heat mit Freeland und Barrett und Overton immer noch ein Meisterschaftskandidat, aber waren nicht einmal in den Finals, ne? Soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Aber eigentlich bist du mit so einem Team, auch hier mit dem Elliott hier, Meisterschaftskandidat. Sandor, Fuland, Gary und Co. Ja, muss man mal schauen bei den Hornets. Die Jazz. Ich meine, die Jazz haben es ja schon mal geschafft, den. Nee, waren sie Champion? Nee. Am Ende hat Sixers, glaube ich, damals gewonnen, ne? Oder? Doch, die sind Champions gewonnen mit Lacombe und Co. Sie haben jetzt mit Dimitri Postnov den vielleicht besten Spieler der NBA. Streichen wir das vielleicht, zweimal MVP in den letzten 3 Jahren, dreimal Defensive Player of the Year in den letzten 3 Jahren. Aber er hat noch keinen Titel geholt mit 26. Ich meine, der war jetzt einige Jahre bei den OKC Thunder, ne? Hat da 7 Jahre lang verbracht, keinen Titel holen können. Ja, hatte da keine Titelchance. Jetzt hier zusammen mit JJ Prince, der auch neu mit dazu kam, von den Raptors, McDonald's, Sexton und Co. Sie sind halt ein Team, sie haben nur noch diesen einen Megastar, aber ich glaube, sie werden auf jeden Fall in den Playoffs eine gewisse Rolle spielen. Und es wird interessant auf jeden Fall, was sie mit dem Team leisten können. Aber ich Championship glaube ich trotzdem nicht, um ehrlich zu sein. Meeks hier bei den Kings, der sich weiterentwickelt. Jaylen Brown wird immer schlechter, hat aber immer noch einen fetten, fetten, fetten Contract, ne? Also der geht auch noch bis nächstes Jahr. Dann hast du hier Simon, ne? Der sich nicht so gut entwickelt hat. Terrell Olajuwon. Ja, sind eher ein Team, das sich wieder entwickelt, so wie immer bei den Kings. Nix mit Primo, der gut ist. Lonzo Ball, aber Nix werden um nichts spielen. Die werden eher gucken, dass sie nochmal einen hohen Draft-Pick irgendwie kriegen, ne? Und dann sind wir wieder bei uns, dann können wir auch weiter, ne? Ihr wisst, ich feiere es einfach immer, mir alle Teams anzugucken. Ich denke, es ist immer ganz interessant zu sehen, wie hat sich welches Team, ja, wie hat sich welches Team einfach entwickelt. Ich finde das super interessant. Dann kennt man seine Gegner, seine Konkurrenten auch einfach besser, ne? Oh, All-Star Weekend in Los Angeles, nice. Rookie Draft Young Laden, ne? Wir sind jetzt im Jahr 2033, das heißt. Ich muss jetzt den 34er-Jahrgang nehmen. Ja, ich habe da einige noch erstellt. Ihr seht es ja. Das mache ich dann doch immer ganz gerne irgendwie. Und in der nächsten Season, da sind wir jetzt vorgerückt. Ne? Das erste Duell wäre gegen die Trailblazers. Teamstatus. Ne, hier ist dann erstmal nichts. Also, wenn man dann auch mal kurz auf den Kader guckt, ne? Das ist schon ein krasses Team auch, ne? Also, oder was heißt krass, aber ein gutes Team. Komm, wir haben echt in der Breite, wenn man sich das mal anguckt, echt viele gute Spieler. Ich denke, damit kann man was reißen. Wir gehen auch gleich mal rein, ne? Erstmal Coaching, Systembeherrschung. Ausgeglichen wäre da wahrscheinlich das Beste, ne? Weil von allen ein bisschen haben, das passt. Dann gehen wir Coach-Spielertaktik. Ich nehme hier natürlich erstmal den Leuten ein paar Minuten weg, weil ich das natürlich immer selber sortieren will, wer wie spielt. Gucken wir mal. Und zwar, gut, Albert Carter ist noch mit dabei. Den würde ich aber gleich mal in die G-League schicken, um ehrlich zu sein. Weil der, ich würde den vielleicht sogar entlassen, ey, weil mit dem kann man gar nichts machen, ne? Graves. Gucken wir mal erstmal. Eine Entscheidung, die ich jetzt natürlich erstmal zu treffen habe, was mit Rashard McMillan? Wo spielt er? Er ist 1,99 groß. Er ist eigentlich Shooting Guard, ne? Er ist eigentlich Shooting Guard. Er könnte natürlich aber auch als Small Forward spielen. Das wäre wahrscheinlich unsere beste Lineup mit ihm als Small Forward, ne? Wobei ich Hayes Entwicklung, ne, will ich eigentlich auch nicht stoppen, weil der hat sich wirklich super entwickelt in den letzten Jahren.
Der ist echt nochmal hochgegangen. Bianco dagegen, gut, der ist 24, ist auch wichtig, ne? Muss man schon sagen, dass. Oder wollen wir ihn wirklich als Sixth Man bringen? Das wäre natürlich auch ein Monster Sixth Man, ne? Dass man sagt, als erfahrenen Sixth Man von der Bank aus. Rashard McMillan. Er hat eine neutrale Persönlichkeit. Ich glaube, er könnte damit cool sein. Ich mach das mal, dass er als Sixth Man eben kommt. Lawson geben wir 32 Minuten. Bianco bleibe ich erstmal bei 28. Genauso Hayes bei 26. Malmanis. Ich schon mit die meisten Minuten geben. Und McMillan kommt dann auch 28 Minuten mindestens. Ne? Ah, das war Arenas gerade. Ups. Aber auch McMillan mindestens 28 Minuten. Tomjanovic mindestens 22. Fultz nochmal. Horton Tucker, ne? Und ich würde sagen, bei dem Rest, gut, wir haben hier Sullivan nochmal gedraftet, ne? Kriegt der ein paar Minuten? Ich würde sagen, ja. Sullivan kriegt dann auch nochmal 10 Minuten. Eben als junger Rookie, ne? Wobei wir haben halt Reeves, ne? Eigentlich, Sullivan würde ich wahrscheinlich sogar auch in die G-League schicken, eher. Reeves gebe ich immer noch 10 Minuten, ne? Und dann würde ich es tatsächlich mal so versuchen, ne? Wirklich sagen, yo. Mein Hayes hat letztes Jahr 32 Minuten abgerissen, ne? Ist dann schon ein bisschen weniger. Machen wir so, 33, 33. Und hier nehmen wir mal Reeves doch nochmal 2 Minuten weg, die ich dann lieber Hayes gebe, ne? Da hat er wenigstens 28 Minuten. Also Lawson 33 Minuten, Bianco 28, genauso wie Hayes 28. Malmanis kriegt 33, Arenas 28, McMillan. Ich plane ihn mal echt als Sixth Man, als Waffe von der Bank aus. Sollten wir in die Playoffs kommen, werde ich es natürlich so einstellen, dass er in der Crunch Time spielt für Hayes, das ist klar. Tomjanovic mit 22 Minuten, Fultz 18 Minuten, Horton Tucker 14. Wobei Horton Tucker kann, ja. Und Reeves 8 Minuten, doch, das passt. Das passt soweit auf jeden Fall. So, dann will ich jetzt aber natürlich auch noch Folgendes machen, und zwar in die G-League schicke ich dann sehr gerne Mr. Sullivan, ne? Den würde ich dann schon ganz gerne in die G-League schicken, dass er da einfach ein bisschen mehr zocken kann, weil sonst wird er hier nicht viel zocken. Das bringt sonst nichts. Und wir haben halt noch Graves, ne? Den würde ich da eigentlich auch noch gerne hinschicken. Da muss ich aber erstmal noch irgendeinen Free Agent holen. Dann holen wir doch irgendeinen Free Agent, das ist ja eigentlich eh egal, ne? Übrigens könnte ich theoretisch bei Hayes und Horton Tucker Verträge verlängern, finde ich interessant. Und wow. Malmanis. Als auch Arenas fordern auf jeden Fall die Max im Sommer, ne? Schwierig. Aber gut, Free Agents hat man hier natürlich auch interessante Leute, aber die kann ich mir alle nicht leisten. Oturu, ne. Smaljanic, Carlisle, Morris. Ich muss schon mit Spielern gehen, die in dem Minimum nur wollen, ne? Wie wäre es mit ihm hier? Don Monroe. Perimeter Defense super gut, aber er kann nicht werfen. Grant Wennington, ne. Also ich will schon jemanden, den ich irgendwie auch bringen kann, ne? Hier O'Connor, der kann nämlich den Dreier werfen. Sollte er irgendwann mal spielen, obwohl der will 7 Millionen, das klappt auch nicht, das ist mir zu viel. Sims vielleicht? Nein. Was ist denn mit euch, ey? T. Simmons, Wolf. Howie Wolf, der kann den Dreier sogar A-plus werfen und hat eine gute Perimeter-Defense. Okay. Und der hat noch kein einziges Spiel gespielt bisher in der NBA. Gehen wir mal rein mit ihm, ne? Werde ich jetzt einfach nur einen Jahresvertrag anbieten, ne? Mal, versuchen wir sogar mal 1 plus 1, ne? Mal gucken, was er dazu sagt. Lehnt er ab. Machen wir sogar steigend 1 plus 1. Machen wir mal so 1 plus 1. Lehnt er auch immer noch ab. Aber befinden uns ja immer noch relativ im Minimum. Machen wir mal so. 3 Millionen bieten wir ihn mit Team Option. Sagen wir, es würde steigen. Machen wir daraus. Ne, machen wir doch fallend. Gehen wir mal auf 3,5 Millionen. Ja, ne, wisst ihr was? Dann kriegst du deinen Einjahresvertrag, aber dann halt nur als Minimum. Du hast halt keine Zukunft bei dieser Franchise. Du hast noch nie in der NBA gezockt, sei doch froh, dass ich dir überhaupt irgendwas anbiete. Gut. Dann gehen wir da jetzt weiter, ne? An den Minuten hat sich natürlich nichts geändert, weil Wolf ist hier nur der Ersatzmann. Graves runter. Und dann kann ich nämlich Graves auch in die G-League schicken. Weil der wird bei uns leider zu wenig spielen. Und dann sollen sie halt lieber bei den South Bay Lakers zocken. Das macht dann deutlich mehr Sinn, ne?
dass Graves als auch Sullivan da einfach abliefern, sich ein bisschen entwickeln können, dann gucken wir mal, ne? Will ich sonst noch mal was machen? Training halt, ne? Spieler-Mentoring geht noch nicht, die Beziehung zum Teamarzt muss exzellent sein, okay. Zum Teamarzt, wo ist denn unser Teamarzt? Mal gucken, wie die aktuell ist. Wo ist denn unser Teamarzt? Wie heißt denn der überhaupt? Ach, das machen wir dann irgendwann, wenn es dann soweit klappt. Ne, wir haben ja eh ein mega junges Team. In der nächsten Folge gehen wir auf jeden Fall in die Opening Night der neuen Season gegen die Portland Trailblazers, gegen Floyd Posey, gegen Andre Daniels, Harold Patterson, Rudy Camp und Bam Adebayo. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Euer Lausche meldet sich ab und bye bye.